Mamma mia! Here we go again! Welt 1 Plus! Nachdem Donkey Kong gestürzt wurde, ja, hat er einen Trucker voll mit Spielzeugen ausgeraubt und macht jetzt einfach weiter. Ja, das Abenteuer ist noch nicht vorbei. Es scheint gerade erst loszugehen. Schaut euch aber diese Fabrik an, wie cool die aussieht. Sogar im Hintergrund sieht man, wie die Minnie Maus ihre Hüte bekommt. Das ist cool. Das ist echt ein cooles Detail. Ich bin gespannt, wie viel schwieriger diese Level hier im Vergleich werden. Okay, ich glaube, da komme ich nur hin, wenn ich den... Wenn ich irgendeinen anderen Schalter... Oder? Warte mal. Das ist ein Mini-Mario. Hey! Oh, er hat einen Schlüssel dabei. Cool. Warte mal, Kumpel, kannst du mir helfen? Hier, kannst du da lang und mir das Ding holen? Danke. Okay. Testen wir nochmal was. Kannst du hier lang und das Ding holen? Cool. Das funktioniert wirklich. Komm mal mit. Moin, moin. Ich lösche mal kurz den Gegner für dich aus. Hä? Hä? Was? Okay, versuch was erneut. Keine Ahnung, wie ich da jetzt gestorben bin. Ich warte einfach erstmal, bis der Schalter weggegangen ist. So. Dann hier rüber, dann können wir uns das hier schnell schnappen. Pass auf, Mario! Ja. Uff. Ich werde kein drittes Mal down gehen. Das wird nicht passieren. So. Dann lass mich hoch. Und Mario macht mir den Weg frei. Danke, Kleiner. Das ist cool, dass man die jetzt steuern muss. Oder halt, dass man die escorten muss zum Ziel. Ach, dafür gibt es aber nur, nur ein Level. Also in jedem Level gab es immer zwei Bereiche. Jetzt gibt es scheinbar nur einen Bereich, weil wir ja direkt schon den Mini-Mario bei uns haben. Okay, interesting. Bin ich voll für. Habe ich kein Problem mit. Oil. Mhm. Boah, jetzt bin ich wirklich gerade gespannt, wie das hier werden wird. Ich hoffe nicht zu schwer. Aber wissen weiß man, kann man es nie. Okay, reicht. Oder? Nehmen wir mal mit. Ist da links noch irgendwas? Nee. Da kommt nur der Mini-Mario ran. Die Plattform sollte ich mal aktivieren. Und den Namen mit nach oben nehmen. Ich hoffe, dass der Mini-Mario mir jetzt nicht direkt folgt. Nee, okay. Geht so. So, noch nicht umändern. Erstmal wollen wir ihn hier nach oben bringen. Boing. Perfekt. Jetzt schnell rot. Habt ihr gesehen, wie schnell er sich dazu entschieden hat, hier lang zu latschen? Wait. Ich brauch die Tonne hier. Hm? Geht das nicht? Was? Hab ich einen Fehler gemacht? Nee, warte mal, ich kann doch einfach hier mit hoch. Ja, bin dumm. Lul. Okay, komm mit Mario. Okay, doch, die Level gefallen mir, glaube ich, sogar mehr als die normalen Level. Ich finde das Gameplay sogar irgendwie interessanter. Das ist eine sehr coole Idee, Nintendo. Habt ihr toll gemacht. Und vor allem gefällt mir das sehr, dass wir jetzt in der Fabrik sind und nicht außerhalb der Fabrik. Das heißt, die Level, die Welten-Themes sind doch nochmal ein bisschen anders. Es ist nicht einfach nur gleicher Background, aber es ist jetzt plus, sondern es ist wirklich mal was anderes, was eigenes. And I like that. Boing, boing, boing. Okay, da kommt nur Mini-Mario ran. Was haben wir hier oben? Wir haben oben Gegner. Sollen wir direkt mal auslöschen? Perfekt, und das war's. Jetzt müssen wir ihn nur noch nach oben kriegen. Komm mal mit, Kleiner. Whippie! Boing. Komm mal mit. Noch nicht ins Ziel, noch nicht ins Ziel. Nein, komm mit. Wir wollen noch nicht ins Ziel, Kumpel. Du sollst mitkommen. Ja? Kannst du hier lang? Geht das? Perfekt, Kleiner. Hast du toll gemacht. Jetzt darfst du mir das aufmachen. Ich erlaub's dir. Danke. Okay, das geht ja super schnell. Aber es geht auch vor allem super schnell, weil das ja jetzt nur so halb so viele Level sind, mehr oder weniger. Muss ich halt vorstellen. Pro Welt gibt es, ich glaube, 8 Level, ne? Doch, 8 Level.
Und dann plus nochmal, jedes Level hat 2 Bereiche. Also so 16 Bereiche pro Welt. Und hier sind nur 8 Bereiche pro Welt. Oder, warte mal, wurde gerade das Mini-Mario-Level ausgeblendet? Gibt's das überhaupt noch? Ich habe gerade nur ganz nebenbei im Winkel das gesehen. Das sah gerade wirklich so aus. Okay, das kann ich einfach selber machen, oder? Ja, boing, boing, boing. You can just walk over it. Ganz easy. Ganz peasy, ganz gechillt. Okay, nice. So, wach auf. Es ist auch immer wichtig, das Timing rauszufinden, wann du ihn wecken willst und wann nicht. Ganz wichtig. Okay, da muss man nach oben kommen. Hier so am Tanzen ist. Komm ich in Mario? Jetzt muss ich lang, Mario? Hier ist falsch, kleiner. Hä? Warte mal, komm mal mit. Hier runter. Warte mal hier lang. Hier schon das Walkover. Genau, perfekt. Jetzt warte mal da auf mich. Jetzt darfst du hier lang. Achso, ich muss da oben lang. Jetzt darfst du hier lang. Kann das für mich einsammeln? Ja, kann er. Gut, sehr gut. Und das war's schon, Kleiner. Hast du toll gemacht. Guck, die Freunde da im Hintergrund, die gerade geboren werden. Die sind so stolz auf dich. Das glaubst du gar nicht, ey. Die machen so, yippie! Baby Mario, yippie! Just what I needed! Wee! So, lass mich nochmal sehen. Gibt's das Mini-Mario-Level? Tatsächlich gibt's das nicht. Was, das heißt dann wirklich... Oh, hold up. Cool. Das heißt dann wirklich, es gibt nur 7... Level pro Welt. Und in jedem Level nur ein Bereich. 7 Bereiche statt 16 Bereiche. Wow. Aber okay, dafür sind ja auch interessanter und vor allem schwerer. Aber auch vor allem interessanter. Jetzt wird's interessanter, denn jetzt kommt Charmander. Oh, da ist ein One-Up. Perfekt. Perfekt. Komm her, Kumpel. 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 Danke. So, das ist jetzt easy. Einfach nur hier runterfallen. Mhm. Und das war's. Und der Jazz geht ab. Ich hoffe, ich werde niemals Game Over gehen, aber die Möglichkeit besteht leider. Deshalb muss ich aufpassen. Und gut gamen. Sonne 5. Okay, dann werden wir in jeder Folge auf jeden Fall mindestens eine Welt durchspielen. Mindestens. Bin ich sehr froh drüber. Denn das Let's Play soll ja auch nicht ewig lange dauern. Oh. Mario, pass bitte auf, Mini-Mario, wo du landest. Wo landest du, wo landest du? Okay, okay, okay. Wow, nicht springen! Ich hoffe für dich, dass du da drüber springen kannst. Versuch's mal. Oh, wow. Hä, das war's schon? Ich hab das komplett gespeedrunnt gerade. Was zur Hölle? What? Ich bin gerade irgendwie überfordert dadurch. Okay. Perfekt. Ja, das kann man laut sagen. Ja, ist so ein bisschen schade, dass die Titelmusik immer die gleiche ist, aber passt schon. Es ist nichts Schlimmes. Ich hätte es so cool gefunden, würde man jetzt so eine neue freischalten. Wo das so ein kleiner Remix ist, bis man das Spiel durch hat. Das ist böse. Okay. Oh Gott. Und schnell rüber. Boah. Aufwachen, Mini Mario. Oder auch nicht? Du brauchst nicht aufwachen. Noch nicht. Ach doch, du musst aufwachen. Aufwachen. Yippie! Yippie! Bleib. Wow. Wow. Oh Gott. Oh nein. Okay, Kleiner. Wie mache ich das mit dir? Nee, jetzt mal ehrlich, wie mache ich das? Hä? Wie kriege ich das denn hin, dass er immer bei mir bleibt? Nee, was? Das funktioniert doch so gar nicht. Okay, das ist jetzt wirklich so ein Final Boss aus der ersten Welt. Der Typ. Hä, wie habe ich das beide auf einmal kaputt gemacht? Lol. Okay. So, nimm mal mit. Geh rüber. Hier runter. Boah, das ist echt schwierig. Ich muss ihn immer beschützen, ne? Boah, der schießt aber auch so schnell. Mach ich das richtig? Aber hier sind wir sicher.
Okay, wir müssen immer ganz schnell rennen. Oh, das schaffst du, Kumpel. Ja, hast geschafft. Oh, stolzer könnte Mario nicht sein. Jetzt ist er gerade wie so eine große Vaterfigur. Für seine kleinen Kinder. Oh Gott, Peach, das hast du angestellt. Oder Pauline, wer weiß es nicht. Man weiß es nicht. Peach ist da nie ran. Keine Ahnung. So, wer ist Donkey Kong ran? Schauen wir mal nach. DK, Haus woanders. Aber nicht hier in meiner Fabrik. Nein, sage ich. Nicht ja. Okay, das sind einfach die gleichen Bösse, nur in schwerer. Gefällt mir aber tatsächlich. Ah, schade. Leider das Falsche. Okay, sehr gut. Ach stimmt, der lässt halt so Dinger runterfallen. Hab ich voll vergessen, dass es in diesem Level war. Okay, sehr gut, sehr gut. Bam! Komm. Mach mal dein Ding. Oh. Okay. Man kriegt aber genug Visual Cues, damit man weiß, wo was runterfällt. Bam. Wow. Komm, drück mal einen Schalter. Drück mal einen Schalter, Kumpel. Drück mal, drück mal, drück mal. Drück mal, drück mal. Danke. Oder auch so, ist egal. Drück was du willst, worauf du Lust hast. Und tot. Oh, ich wäre fast erwischt worden. Habt ihr es gesehen? That was pretty close. Ich glaube, mein Problem hatte ich jetzt nur in dem ersten Level, ne? Ja. Lass dich sehen, der Fortschritt. So, genau. Yippie. Das geht auch automatisch weg. Ich habe es mal weggeskippt. Ich dachte, das geht so übelst lang. Nope. Okay, Donkey Kongs Dschungel Plus. Warte, ist denn das jetzt die gleiche Welt? Oh, stop, come back. Und jetzt hat Mario wieder die gleichen Voice Lines. Vorhin bei Welt 1 hatte eine andere. Schade. Nintendo, ihr macht immer alles kaputt. Okay, wait. Ich gehe kurz zurück. Das hier war doch Donkey Kongs Dschungel mit einem hellen Hintergrund. Und hier ist es Donkey Kongs Dschungel Plus mit einem hellen Hintergrund. Das ist langweilig. Also kommt schon, Nintendo. Für die erste Welt habt ihr was Neues gemacht und hier ist einfach nur wieder das Gleiche. Ne, obwohl, waren die Blöcke schon immer so lila? Naja, ihr könnt es mir ja sagen. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nur, dass ich das Geschenk da oben gerne hätte. Dankeschön. Steuerung. Ich sollte mal Mario wecken gehen. Mario! Aufwachen! Mario! Mario! Yippie! Okay, du hast direkt zwei geschenkte Geschenke. Einfach so. Auf dem Weg. Kann er hier hoch? Oh, der kann da hoch. Okay, schnell, schnell. Hoch, 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 hoch. Stopp. Bleib hier. Mario! We'll save you now! Spring! 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 Hoch, 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 hoch! Boah, gut, dass ich das blaue Geschenk vorher schon eingesammelt habe, sonst wäre das jetzt ein bisschen glücklich geworden. Okay. I see, I see. Welt 2 fängt schon mal stark an. Aber wie stark wird es noch? Ich sehe schon wieder ganz viele Früchte. Oh oh. Ich hoffe, ich muss die nicht alle benutzen. Wow, what the hell? Okay. Muss ich mich beeilen? Hey! Nein! Man muss sich wirklich beeilen, auf wie Mario guckt, so ganz enttäuscht. Okay, okay, schnell rennen. Ach, nee, warte. Ich soll die Früchte hier benutzen. Check ich erst jetzt. Ja. So, jetzt kann ich nämlich nochmal hier das Geschenk holen. Dann das Geschenk holen. Dann den kleinen Racker aufwecken. Das ist ja easy. Dann sind wir schon durch. Ja, das ist der Vorteil daran, dass es nur so One-Room-Puzzles sind. One-Screen-Puzzle wie in Mario Maker. Ja gut, Mario Maker sind die extrem schwer. Weil da so offscreen ganz viel abgeht. Aber hier ist wirklich einfach nur alles, was du siehst, ist alles, was abgeht. Und das gefällt mir. Ja,
Ja, Ladezeiten könnten ein bisschen kürzer sein, schätze ich. Keine Ahnung. Das Spiel ist toll. Was soll ich sagen? Ich habe keine Kritikpunkte. Nur den Kritikpunkt, dass sie den Gameboy-Teil noch nicht remaked haben. Wie zur Hölle hat das nicht geklappt? Okay, da warte, da muss ich jetzt ein bisschen mehr aufpassen, wenn ich hier rüber latsche. Springen. Boing. Okay. Mist. ich krieg diesen Rückwärtssalto nicht so gut hin. Der ist eigentlich super nützlich, aber ich krieg den nie hin. Ja, okay, da habe ich jetzt alles kaputt gemacht. Das ist jetzt nicht so gut. Ich gehe wirklich noch Game Over, du. Wenn das so weitergeht. Okay, perfekt. One-Up ist egal, gerade. Okay, die Plattform spawnen aber auch wieder neu. Das heißt, ich kann jetzt hier schnell lang. Warum? Bro! Was zur Hölle? Ist ja mega dumm. Wie hat das jetzt gezählt? Was machst du denn? Warum macht er jetzt den Jump, aber vorher nicht? Mann! Was zur Hölle? Ich hasse das! Ja gut, Zeit schinden ist eigentlich auch ganz gut hier. In diesem Modus. Jetzt habe ich es. Mein Gott. Alter, was war das denn? Warte kurz, Kleiner. So. Bin ich hier falsch? Kannst du schnell rüberrennen? Was zur Hölle? Ich bin ja stuck. Oder kann ich hier hoch? Okay, ich kann hier hoch. Aber der Kleine nicht mehr. Hä? Sag mir jetzt, ich hab's falsch gemacht. Warte mal, warum ist hier ein Fass? Warum ist hier ein Fass? Hey Kleiner. Ich trag dich, komm. Ich trag dich, keine Sorge. Nee, das geht nicht. Okay, ich muss das Level neu starten. Das ist ja mega dumm. Du hast nur einen Versuch dafür, für das Geschenk. Und jetzt muss ich wieder das machen. Nein. Hey, jetzt heißt's aber. Jetzt geht's gerade. Hä? Wo war denn das Problem dann vorher? Die 50.000 Male. Oh Mann. Ich hab vergessen, was ich machen muss. Ich muss ihn wecken. Runterklettern. Und schnell rennen, ganz schnell rennen. Renn doch, renn doch, renn doch. Okay, sehr gut. Ja. Also so wie ich es gerade gezeigt habe, so muss man es selber machen. Alright, komm hoch. Boing, boing, boing. In diesem kleinen Schweinchen. Boing, boing. Yippie! Wie war das bisher das schwerste Bonus-Level hier? What the hell? That is crazy. Woohoo! Aber ich hab's trotzdem noch geschafft. Auch wenn ich irgendwie. Wie viele Leben war das? 8 oder so? So einfach losgeben hab. Egal, wir kriegen ja jetzt gleich ein neues One-Up-Minigame. Stört also nicht. Was aber stört, ist der Vogel hier. Ach man, ich will doch nicht gegen den Vogel kämpfen. Aber kann er den Mini-Mario umbringen? Ich hoffe mal nicht. Sonst wird das mit mir zu tun haben. Dann weiß ich auf jeden Fall, was heute Abend gegessen wird. So, schnell runter. Das können wir ihn schon mal wecken. Okay, jetzt machen wir so ein blödes Ei. Nein, warum? Das wirst du nicht tun, Kumpel. Hast du verstanden? Komm, flieg doch vorbei. Mach doch, mach doch. Idiot. Er ist so dumm. Er hat mich nicht mal einmal getroffen. First try. So Idiot. Ja. Was davor war? Das war nur eine Demo. Das war eine Demo von dem Level. So. Das habe ich nicht selber gespielt. Das war das Spiel vom Spiel selber, genau. Ich würde niemals so krass failen. Und nicht ich. Und nicht in diesem Game. Nein. Ihr verwechselt da was. Ich bin ganz sicher. Wo ich mir auch ganz sicher bin. Ist, dass wir alle One-Ups bekommen. Ich weiß es. Denn ich bin ein Skiller-Killer und krieg das alles hin, ja. Okay, wo will ich als erstes lang? Ich glaube, ich will erstmal nach oben. Es war geraten, dass der nach oben ausweicht. Oh, ja. War mir klar. Okay, wir haben ihn. Kann ich jetzt nochmal schnell nach unten links? Ja, wenn ich hier runterfall, ja.
Boing, boing. Juhu! Perfekt. Ich hab's euch ja gesagt. Ich hab's euch ja gesagt. Und ich sag euch jetzt noch was. Wenn ihr ein Like da lässt, wird die nächste Folge noch grandioser. Mit nicht nur Welt 2 Plus, sondern auch noch Welt 3 Plus. Und vielleicht sogar noch Welt 4 Plus. Hm.